Hey Freunde der Alzerwäldchen Holzfäller-Fraktion und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spin-Tyrus-Mod-Vorstellung. Und heute habe ich diesen wunderschönen GAZ-53 für euch vorbereitet. Das ist ein Lastkraftwagen von der Firma GAZ, ne, irgendwo logisch, ne, der von 1961 bis 1993 hergestellt wurde. Insgesamt gibt es 19 Modelle auf der Basis GAZ-53. Der Vorgänger war zum Beispiel der GAZ-52 und 51. Und angetrieben wird das Ding von einem 4,3 Liter V8 mit 115 PS. Naja. Schönes Teil, das ist nicht unbedingt das Größte, aber es ist halt auch nur so ein kleiner Lastkraftwagen. Dafür war es konzipiert, ne? Ich würde mal sagen, Freunde, wir starten mal den Motor. Naja, hört sich nicht unbedingt nach V8, doch jetzt schon. Jetzt hört sich in dem Fall schon nach V8 an. Gucken wir uns mal das Cockpit ein. Das ist schon ein bisschen zugeklebt hier von dem Benutzer. Ein kleiner Teddy hat er sich rangehangen. Naja, warum auch nicht, ne? Oh, 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 mein Teddy. So, naja. Das sind ganze Instrumente, sieht halt sehr altertümlich aus, aber okay, die Karre ist halt von 1961, was will man da verlangen? Oh, ein Akkordeon haben wir auch noch hier auf dem Beifahrersitz. Naja, da können wir ja noch einen schönen Russenpolka spielen zwischendurch. Super Sache. Und ansonsten haben wir hier bei den erweiterten Optionen noch ein paar kleine Sachen. Da können wir die rechte Tür, die linke Tür öffnen und die Motorhaube. Dann können wir uns auch mal den kleinen V8 hier angucken. Naja, unbedingt klein ist ja nicht, ne? Auch 4,5 Liter sind schon echt gigantisch, gerade in der heutigen Zeit. Da wäre es natürlich echt schon ein übelster Motor. Haut er da ein Turbo drauf, alles vernünftig mit dem Motorteil abgestimmt. Habt ihr mal locker so 500 PS ohne Probleme. Gut, Freunde, wir gehen aus dem erweiterten Modus raus und gucken uns mal die Anbauteile an. Oh, viele schöne eigene Anbauteile, das gefällt mir natürlich nicht. Wir haben das GAZ-53 Engineering, 400 Liter Kraftstoff, 700 Reparaturpunkte und einen Werkstattpunkt trägt das. Naja, ist so eine kleine Multifunktionsaufbaufläche, die hier hinten drauf ist. Schön, 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 schön. Dann haben wir das GAZ-53 Kart. Ja, das ist so eine kleine Holzladefläche, damit können wir Kurzholz tragen. Ja, warum nicht? Kann man gebrauchen. Und dann haben wir den GAZ-53 Dumper. Das ist einfach bloß eine ganz normale Pritsche. Das Ding können wir nicht einbauen. Warum? Sagt uns das Spiel jetzt aber auch gerade nicht. Ist eigentlich schade. So, dann können wir den Trailer aufbauen. Der kann mittlere Stämme laden. 4 Stück, nicht schlecht. Und dann können wir zusätzlich noch einen Lokanhänger einbauen. Damit können wir dann zusätzlich nochmal 4 Stämme tragen. Ja, wahrscheinlich sieht es so aus. Ne? Das wären ja schon 8 Stämme. Das wäre ja schon echt der Hammer. Meine Fresse. Dann gibt es noch den Flächer. Ja, was ist denn der Flächer? Das wird uns hier gar nicht angezeigt, so wirklich. Ach so, das ist eine kleine Rundumleuchte hier oben drauf. Dann gibt es noch das GAZ-53 Carriage. Das ist auch eine Ladefläche, mit der wir Kurzholz tragen können. Gut, alles klar. Und dann haben wir noch den Traktor. Das ist sozusagen die Anhängerkupplung, die wir uns ransetzen können. Und dann können wir den Lok-Trailer noch draufsetzen. Meine Fresse, ein großer Stahlanhänger, der aber auch nur 2 Punkte Kurzholz schleppen darf. Ja, und das war's denn eigentlich so an den Anbauteilen. Ansonsten haben wir noch verschiedene Räder. Das ist JA120A. Was ist das? Ja, die sehen ein bisschen breiter aus, ein bisschen geländegängiger. Und dann haben wir noch GAZ-52, wie es, aber das sind Straßenräder. Da bleibe ich lieber bei den JA-Schlappen. So, Freunde, dann bauen wir uns an. Wir wollen Holz transportieren. Nach Möglichkeit aber. Na doch, wir nehmen ruhig mal kurz Holz wie so einen kleinen Transporter. Da reicht das vollkommen. Und dafür bauen wir uns einfach das Ding hier ran. Dann können wir schon kurz Holz tragen. Passt schon. Wunderbar, Freunde. So. Handbremse raus und auf geht's auf die Trockenpiste. Richtung Holz holen. Allrad können wir jetzt erstmal nicht einschalten. So, mal gucken. Hat er jetzt reinen Heckantrieb oder hat er ja von vornherein immer Allrad? Ne, der hat einen reinen Heckantrieb. Okay, ich schalte mal das Differential zu, damit wir hier halbwegs aus dem Arsch kommen. Weil mit einem reinen Heckantrieb, da kann man schon mal schnell stecken bleiben, gerade unter hoher Last. Was dann in Kraft treten würde, wenn wir halt die Stämme geladen haben. So, naja, da hinten fliegt noch ein bisschen der Matsch, Alter. Und die breiten Schlappen, die tun da ihr Übriges. Die lassen uns hier relativ gut durch den Schlamm durchkommen. Insgesamt sind wir jetzt schon im 4. Gang. Die Endgeschwindigkeit ist passabel, ist annehmbar. Für einen mittleren Lastkraftwagen ganz okay. Ich schalte mal in die Plusgänge, vielleicht wird er da schneller. Wird er definitiv nicht, da wird er langsamer. Jetzt muss er erstmal wieder Geschwindigkeit aufbauen. So, jawohl, 4. Gang, schönes Ding, geht ordentlich nach vorne voran. Naja, okay, ordentlich nach vorne voran geht's nicht, ne. Aber es ist erträglich, muss man sagen. Es ist einfach erträglich für einen LKW. Schwupsi, wups, hier nochmal schnell rüber, da holpert es nochmal ganz leicht, aber alles nicht schlimm, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und da hinten haben wir dann schon den Matschhügel und somit haben wir noch gleich das Holzfällerlager erreicht und können gleich unsere Stämme laden, die hier bei Kurzholz relativ simpel aufzuladen sind, da muss man sich nicht so eine Rasse machen. Aber ihr habt das jetzt schon gemerkt, mit dem Matschwerk, da hat die Karre hier schon ihre Probleme, weil es fehlt einfach mal der Allradantrieb, der uns da vernünftig dann mit hochziehen tut, ne? So werden wir ja nur gedrückt.
Und wenn da ein bisschen Modder ist, naja, dann kann es schwierig werden mit dem Drücken. Gut, Freunde, hier denn mal rüber. Der Wendekreis ist doch ganz schön erheblich von dem Hobel. So, oh ja, da merken wir es schon. Im tiefen Schlamm, da fehlt dann auch das Eirad. Da kommen wir nicht mehr so richtig voran. Da wird es dann etwas schwieriger. Deswegen drehe ich die Kiste jetzt, bevor ich lade, schon mal hier in dem Modder rum. Und stelle mich sozusagen schon mal vernünftig hin, um dann möglichst wenig Fahrt durch den Matsch mit Last machen zu müssen. So, hier nochmal rum. Ja, voll hier vorne hingestellt, angebremst und kurz jetzt geladen. Schönes Ding, hier haben wir drauf. Da geht die Karre auch gleich richtig übel in die Knie rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie gut die Rückfahrt hier mit dem Kurzhäus noch wird. Oder ob das eine reine Tortur wird. Das ist so eine Frage. Ja, die merken wir schon, der muss schon runterschalten in den ersten Gang, um überhaupt noch weiterzukommen. Also mit dem zweiten Gang durch den Modder durch wird hier definitiv nichts mehr mit dem Bobby, sag ich mal. Ja, man muss jetzt auch mit dem Gewicht aufpassen, da drückt es einen auch immer leicht zu der Seite weg, wo denn halt das Gefälle in der Straße drin ist. Aber gut, das ist ganz normal. Ist physikalisch halt so vorgegeben hier auf der Erde, ne? Wenn ihr rutscht und ihr habt viel Last, dann habt ihr natürlich, je höher die Last ist, oder rutscht ihr natürlich, je höher die Last ist, noch weiter in diese Richtung, wo das Gefälle reinfällt, ne? Da muss man echt vorsichtig sein mit so einem kleinen LKW. Wenn man jetzt einen richtig schweren, großen LKW hat, der natürlich einen langen und breiten Radstand hat, ist das nicht ganz so schlimm, der kann sich da in jedem Fall besser halten. Aber gut, der Kleine kämpft bis jetzt ganz gut hier. Wir sind jetzt hier im vierten Gang auf der Trockenpiste. Also auf normaler Strecke kommt er ganz gut klar. Da kann man nicht meckern, da muss man nicht heulen. Das sieht ganz gut aus. Alter, die Polter, Alter, die Polter. Die Schlappen hier fallen mir echt, Alter. Die Schlappen hier fallen mir so richtig gut, muss ich einfach mal im Endeffekt sagen. Sehen echt fies aus. Schön grobstollig, schön breit. Also macht was her, macht was her. Könnte ich mir vielleicht auch mein CC mal raufziehen, so auf der Hinterachse. Ich schnack gerade das Kai-Vorwerk, ey. Und so richtig breite Achse hinten, eine fette Spurverbreiterung. Geil. Das sieht bestimmt mal so richtig fies aus. Naja, Freunde, gleich sind wir dann wieder an der Werkstatt angekommen. Der Kraftstoffverbrauch, naja, ist durchschnittlich 22 Liter die Minute. Für einen kleinen Lastkraftwagen ein bisschen viel. Aber immer noch verkraftbar gegenüber den großen Modellen, ne, wo wir einfach mal so 40, 47 Liter die Minute weggehen. So, Handbremse angezogen, auftanken und dann soll es doch gleich mal weitergehen auf die Standardpiste. Dann wollen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen. Beziehungsweise wie er mit der tiefen Matschschütze denn klarkommt. Das wird ja super interessant, Freunde. Da habe ich jetzt echt schon so meine leichten Bedenken, dass er die noch schaffen wird, ohne Seilwinde. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Gleich wird sich die Wahrheit offenbaren. Da vorne ist die tiefe Matschschütze. Und dann heizen wir da mal rein. Jawohl, da sind wir drinne. Oh ja, da muss er natürlich sofort in den ersten Gang zurückschalten. Schleicht sich jetzt ein hier durch die tiefe Matschschütze durch. Der Allradantrieb, der fehlt da einfach mal. Der fehlt einfach mal. Vorne wird nicht richtig mitgezogen. Naja, aber es sieht alles noch ganz okay aus. Es sieht wirklich alles noch ganz okay aus. Also besser, wie ich gedacht habe, muss ich im Endeffekt sagen. Wirklich besser, wie ich gedacht habe. Ich hätte jetzt echt nicht es für möglich gehalten, dass die Karre da doch so konstant durchgeht mit dem Heckantrieb. Ah, jetzt bleibt er kurz stecken. Ich versuche nochmal die Räder vorne ein bisschen zu wühlen, um dann nochmal rauszukommen. Ja, und wir schaffen das auch. Ah, ich denke mal, ich schalte mal in die Schleichgänge. Ich glaube, das würde der Karre jetzt ganz gut weiterhelfen. Na, oder auch nicht. Ah, komm schon, Junge. Da kommst du nochmal raus. Da kommst du nochmal raus. Na los, komm, mache. Mache. Jawohl, da geht's doch nochmal nach vorne. Schönes Ding, schönes Ding. Oh, wenn die Reifen qualmen, scheißegal. Wir müssen hier durch. Das Holz muss an die Verladestelle. Ansonsten frieren die Russen. Los, gib Gas, Junge. Russen frieren. Ich schalte mal in den ersten Schleichgang zurück, um vielleicht ein bisschen mehr Grip zu bekommen. Ja, hier können wir uns nochmal ganz leicht befreien. Alter Schwede, jetzt bockt die Karre schon auf. Aber jetzt sind wir durch, jetzt sind wir durch. Das sieht ganz gut aus. Jawohl, wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Und ohne Seilwinde hat es doch unser Hobel hier schon geschafft,
durch die tiefe Matschschütze durchzukommen. Ja, wer hätte das für möglich gehalten? Als nächstes dann mal wieder die Schrägmatschschütze hier als das härteste Hindernis, was es gibt hier bei unserer Spin Tyrus Mod-Vorstellung. Und da bin ich doch wirklich gespannt, ob er die noch meistert. Ja, es geht gleich tief rein. Es geht gleich richtig tief rein. Und da haben wir dann auch schon die ersten Probleme. Wir müssen hier erstmal wieder freikommen. Ja, sieht aber doch ganz gut aus. Allerdings, jetzt hängen wir hier schon fest, ja, dass diese erste Kurve echt problematisch wird. Das war mir irgendwo schon klar. Ich könnte es mir echt schon denken. Aber irgendwie schleichen wir uns hier durch, hoffe ich jedenfalls. Ja, wir haben auch eine extreme Schräglage, eine wirklich extreme Schräglage. Ich glaube, wir werden die Bude erstmal mit der Seilwinde wieder gerade ziehen müssen. So wird das definitiv nichts. So, da die Seilwinde rein und dann ziehen wir dann erstmal rum. Ich lenke mal weiter ein. Okay, Seilwinde wieder ab. Dann versuchen wir hier mal im Schleichgang diesen Matschberg hier hochzukommen. Aber er quält sich ganz schön. Ja, es fehlt einfach der Allradantrieb. Es fehlt einfach der Allradantrieb. Also wirklich schwer beladen darf man diesen Hobby hier nicht, wenn man vernünftig damit fahren will. Kurzholz ist da eigentlich schon, sag ich mal, sehr, sehr grenzwertig. Aber gut. Irgendwie kommen wir hier den Berg hoch. Oder auch nicht. Müssen wir schon wieder die Seilwinde nützen. Machen wir sie mal da vorne fest. So. Also wieder raus aus der ganzen Sache. Und ich versuche es mal in den normalen Gang mit ein bisschen mehr Schub vielleicht. Ja, und das sieht doch auch ganz gut aus. Das sieht doch auch ganz gut aus. Jetzt muss er bloß noch über die Wurzel rüberkommen. Das hat er gemacht. Wunderbar. Und damit haben wir... Naja, ich wollte gerade sagen, die Schrägmatschschütze bezwungen. Aber dem ist nicht so. Jetzt stecken wir nochmal fest. Müssen nochmal in die Schleichgänge rein, um hier rauszukommen. Ja, mit denen können wir uns dann nochmal befreien. Jetzt hier vorne nochmal rechts eingelenkt und testen wir nochmal die Schwimmeigenschaften von unserem kleinen LKW hier, wenn wir es schaffen, wirklich nach rechts zu kommen. Das Allrad fehlt einfach und dadurch haben wir großteils nur geschoben. Und wenn wir dann halt einlenken und wir haben vorne keinen wirklichen Grip, ja, dann lenkt der ganze Hobel nicht, ne? Da hat man ein echtes Problem. So, Freunde, jetzt geht's aber ins Wasser rein und dann wollen wir mal schauen, wie weit der hier abtauchen kann. Ja, sehr früh ist der gefährliche Wasserstand erreicht. Sehr früh fressen wir auch Schalen. Aber wir drücken uns halt mit aller Macht durch. Naja, und das sieht doch ganz moderat aus. Das sieht doch ganz moderat aus. Also der Abstand zur Küste, der ist okay. Da kann man nicht meckern, da kann man nicht heulen. Das ist brauchbar. Also die Wassereigenschaften, gut. Definitiv gut, muss man sagen. Ansonsten, Freunde, Fazit zu dem Mod. Er hat ein sehr schönes Design. Es ist mal was anderes, so ein kleiner LKW hier bei Spin Tyrus. Die Geländeeigenschaften sind ohne Last wirklich ganz okay. Da kann man nicht meckern. Aber unter leichter Last, wie jetzt zum Beispiel schon das Kurzholz, da hat der Junge echt schon zu kämpfen. Also ohne Seilwinde kommt man da nicht wirklich klar. Summa summarum, aber ansonsten doch ein guter Mod. Man kann ihn mal runterladen, wenn man mal Bock drauf hat. Muss es aber definitiv nicht. Gut, Freunde, ich bin dann für heute erstmal wieder raus. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo, kann ich, oh Gottchen, jetzt war ich kurz abgelenkt, würde ich mich natürlich immer riesig freuen, ne? Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao!